Hallo YouTuber, ich bin's, der Proof. Schön, dass du eingeschaltet hast. Am 2. April gab es eine großartige 22-minütige Show über die gesamte Entwicklung für die zukünftigen Game-Features Reparatur, Salvage und Tankmechanik in einem weiteren Calling All Devs. Hier die wichtigsten Infos aus der Show zusammengefasst in nur 4 Minuten und 23 Sekunden. Viel Spaß dabei! Der Gastgeber dieser Show ist wie immer Jared Huckabee und er hat wieder ein paar Devs angerufen, die ein paar Fragen beantwortet haben. Zu Beginn war es Dan. Dan sagte, dass sie ein allgemeines Designziel haben, aber derzeit arbeiten sie auf neue Benutzeroberfläche hin und wie die Mechaniken funktionieren soll. Man kann immer noch sehr einfach an einer Station auftanken. Mit dem neuen System kann man allerdings genau entscheiden, was und wie viel in welche Tanks geladen werden soll. Die Spieler können zu einer Station gehen und einen Tankarm verwenden, um die Starfarer mit einem Quantum- oder Wasserstoffbrennstoff mit bestimmten Tanks zu befüllen. Pyro ist sehr abgelegen und wird weit weniger Möglichkeiten haben, an einer Station zu tanken, sodass das Spieler-Player-Betanken eine wichtige Rolle spielen wird. Zunächst werden sie sich einfach auf den Chat im Game verlassen, um die Spieler zu vernetzen, aber das wird in Zukunft eher wie ein Service-Beacon funktionieren. Sie planen, das neue Docking-System auch für das Betanken von und mit Kraftstoff zu verwenden. Einmal miteinander verbunden, wird es eine neue GUI geben, die Handelsschnittstelle ermöglicht, Preise, Kraftstoffmenge und Verhandlungen über die Kraftstoffart zwischen den Spielern. Kraftstoffübertragung. Bei der Kraftstoffübertragung muss man ganz gut aufpassen, was man so tut. Und ich denke, das kann auch ganz schön viel Spielspaß bringen. Sie planen auch, dass es Zeit in Anspruch nehmen wird, um Treibstoff zu erhalten. Die Betankung zwischen zwei Schiffen wird also auch, wie auf den Stationen und je nach Schiffsgröße und Tankmenge, Zeit in Anspruch nehmen. Sie sagten, dass dies vielleicht 20 oder 30 Sekunden dauern wird. Und sie haben uns das zweite Mal daran erinnert, dass Pyro ohne Kraftstoffmechanik nicht realisierbar ist, da dieses System selbst innerhalb der Lore verankert ist. Dan sagte, dass ein Rookie-Spieler die Kraftstoffübertragung total durcheinander bringen kann, was zum Entlüften der Tanks führt oder sogar ein katastrophales Ereignis auslöst. Und das ist die Risikobelohnung des Gameplays, also dieser Risk-Reward-Anteil in diesem Gameplay. Der Druck der Tanks kann die Tankgeschwindigkeit erhöhen. Ein qualifizierter Bediener kann Entscheidungen treffen, um die Zeit zu reduzieren, die es benötigt, zu betanken. Fehler können Lecks, Explosionen und Schaden verursachen. Schiffe voller Kraftstoff arbeiten langsamer und sind träger. Dann war auch schon die Sprechzeit für Dan vorbei und Jared rief Johnny an. Johnny hat einiges über das Gameplay der geplanten Reparatur- und Salvaging-Mechanik angesprochen. Die erste Version von Salvaging wird das sogenannte Hull-Stripping sein. Zunächst sieht Reparieren so aus. Eine Art magischer Strahl wird aktiviert, mit dem man Material aufnehmen kann, also Salvaging. Dieses Material kann man dann auch als Reparaturpaste benutzen. Wenn man dann den Strahl umkehrt und ihn auf einen Hüllenschaden anwendet, wird dieser Schaden dort an dieser Stelle repariert. Dies ist nützlich, wenn man ein paar Treffer im Kampf erlitten hat und man sein Schiff flicken muss. Man kann diese Paste aber auch verkaufen, denn sammeln kann man es von allen verlassenen Schiffen und Wracks. Salvage und Repair sind so wichtig, da das Pyro-System über wenige Reststops und Stationen verfügt, was bedeutet, dass Spieler autark sein müssen, so ähnlich wie beim Tanken. Sie planen diesen Prozess für die Spieler visuell gut sichtbar zu machen, damit man den Reparaturprozess gut sehen kann. Man kann auch einfach Reparaturpaste an einem Shop kaufen, wenn man sie nicht selbst sammeln will. Jedoch wird man das Schiff nie wieder so gut hinbekommen, dass es aussieht wie neu. Man wird Flicken und Schweißnähte sehen. Jared bestätigte, dass Reparatur und Salvage zunächst die gleiche Mechanik sind und die Mechaniken lediglich umgekehrt zueinander funktionieren. Kann man sich vorstellen wie so ein Staubsauger, der dann eben auch rückwärts funktioniert und den ganzen Staub wieder rauspustet. Nur, dass man dann mit diesem Staub auch das Schiff reparieren kann. Die Reihenfolge, in der sich Salvaging und Repair entwickeln wird, steht auch schon soweit fest. Zuerst wird man seine Hülle reparieren können, danach bekommt die Komponentenreparatur ins Game sowie die Reclaimer-Greifarme. Jedoch befindet sich alles noch in der Early Konzeptphase. Johnny sagte, dass es wie bei allen Dingen in Star Citizen nicht so einfach ist. Es wird weiterhin entwickelt, sodass es jetzt mit Tier 0 angefangen wird und dann weiter an der Spielmechanik gebastelt wird, bis sie dann eben noch besser ist. Johnny beendete seine Sprechzeit damit, dass jetzt definitiv der richtige Zeitpunkt ist, um diese Änderungen vorzunehmen, da die Persistenz immer zuverlässiger wird. Und das war's dann auch schon mit den Inhalten dieser Show. Vielen Dank, dass du deine Zeit mit mir verbracht hast und wir sehen uns im Burst. Fly safe, proof over and out. Wenn euch mein Content gefällt, dann lasst doch ein Like und ein Follow da. Ein Follow kostet nichts, hilft jedoch meinem Kanal enorm dabei zu wachsen.
Aktiviert die Glocke, damit ihr immer über neue Videos von mir informiert werdet. Ihr wollt mich live erleben? Dann schaut doch auch bei Twitch auf meinem Kanal vorbei und chattet mit mir oder fliegt gemeinsam mit mir im Verse herum. Ich freue mich auf euch. Du willst nichts mehr verpassen? Super! Dann schau auf meinen Social Media Kanälen vorbei und bleib up to date, da ich hier stets Infos zu meinen Sendezeiten und neuen Videos poste. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. See you in the Verse. Proof.